Ich sitze jetzt hier gerade mit den drei Jungs von Mattia und wir sind im Z-Bau, denn da treten die in ungefähr einer Stunde, schätze ich mal, auf. Ihr seid jetzt nach 1,5 Jahren Tourpause wegen der Pandemie endlich wieder auf der Bühne. Wie fühlt sich das an, wieder vor Publikum zu spielen und auf der Bühne zu stehen? Immer noch surreal. Also es ist so unfassbar schön. Wir haben wirklich jetzt alle Termine bis jetzt, die wir gespielt haben, waren einfach Gefühlsachterbahn, aber eigentlich immer nur weiter rauf. Das war echt wunderschön. Gab es schon ein Highlight für euch? Jetzt so die paar Shows, die ihr gespielt habt lang? Für mich persönlich war es in Mainz, weil wir hatten dort keinen Vorverkauf und wir wussten nicht, was uns erwartet. Wir sind ehrlich gesagt so von 10 Leuten ausgegangen, die kommen. Aber es war echt super besucht und es war, glaube ich, das wildeste Konzert seit Jahren, also auch vor Corona schon. Das war wirklich ein Riesenspaß. Die Stimmung war gut, die Nebelmaschine war kaputt, das heißt, sie ist durchgelaufen. Man hat nichts mehr gesehen und das hat irgendwie gut getan für die Stimmung. Stichwort Blockflöte. Ihr habt eine barocke Blockflöte dabei, soweit ich weiß. Wie kommt man auf dieses Instrument? Also wir haben eine barocke und eine moderne, die ich benutze. Ich habe es von Kindheit an aus gelernt, also Flöte, einfach Blockflöte, und habe einfach nicht aufgehört, das zu spielen. Und das ist eben die barocke Blockflöte, die ich benutze, eine Altblockflöte. Und die zweite ist eine moderne Erfindung, die zwar eine Altblockflöte ist, aber nicht nach einem barocken Instrumentalbausatz gemacht ist. Das ist die Elodie von Mollenhauer, die durch einen Tonabnehmer, der im Kopf drin ist, mit Gitarreneffekten verbunden werden kann. Okay. Und dadurch kann man eben den Sound verstärken und verzerren oder genau. Krass, voll gut, okay. So, noch nie so viel Info über Blockflöten erhalten, glaube ich. Okay. Jetzt reicht's auch schon wieder. Reicht auch wieder, genau. Moving on. Ihr wart jetzt auch in dem Corona-Jahr trotzdem nicht untätig. Ihr habt im Oktober letztes Jahr, 2020, ein Album rausgebracht, Bye Bye Skies of Yesterday. Wie lange habt ihr da dran gearbeitet? War das ein Corona-Projekt oder hat das schon vorher angefangen? Sowohl als auch. Wir haben eigentlich angefangen, die Songs zu schreiben. Das ist schon noch länger her. Es sind, glaube ich, schon 2-3 Jahre tatsächlich. Und wir haben verschiedene Wege gesucht, dieses Album aufzunehmen und die Sounds dafür zu finden und irgendwie die richtige Zusammenstellung der Songs. Und dann irgendwie hat sich das beschleunigt, natürlich in der Zeit, wo wir wenig anderes machen konnten. Und es war irgendwie sehr, von außen betrachtet wahrscheinlich unvernünftig, ohne Tour das Album rauszubringen. Also es war uns einfach wichtig, das in dem Moment dieses Kapitel abzuschließen und sagen zu können, okay, das ist jetzt das Produkt, was in dieser Zeit entstanden ist, das ist unser Sound und jetzt geht's weiter und wir machen Musik mit anderen Sounds, mit anderen Inspirationen. Euer erstes Album, das kam schon 2017 raus, also ein bisschen früher. Und wenn man jetzt so die beiden Platten miteinander vergleicht, dann klingt Bye Bye Skies of Yesterday, also zumindest in meinen Ohren, ein bisschen softer. Ein bisschen ruhiger. Hat die Pandemie eure Art Musik zu machen da irgendwie beeinflusst oder hatte das andere Gründe? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Musik, die wir auch gehört haben. Es wurde alles, hat sich alles wahnsinnig beruhigt und wir hatten Lust, einfach mal ein sehr ruhiges Album zu machen. Also das war jetzt nicht konkret aus dem Gedanken heraus, weil wir irgendwas machen, das machen wollten, sondern das hat sich eigentlich so ergeben. Jeder Song, der geschrieben wurde, wurde irgendwie immer ruhiger und ruhiger und das auch bei unseren Konzerten sowas, was uns sehr wichtig ist, dass wir nicht nur laut und abgehen, nicht nur laut sind und abgehen, sondern halt auch diese ganz, ganz stillen, ruhigen Momente haben. Und ja, es wird aber mit dem nächsten Album definitiv lauter wieder. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückspringen in der Zeit von eurer Bandgeschichte, ihr seid seit 10 Jahren zusammen unterwegs, aber erst seit 2016 heißt ihr Mathieu. Das ist, glaube ich, dein bürgerlicher Vorname, genau, quasi. Ja. Hatte das einen Grund? Das ist natürlich auch, dann muss man immer dazu sagen, weil natürlich, wenn jemand fragt, so wie heißt die Band, Mathieu? Wie heißt du, Mathieu? Ah, ach so, okay. Und dann muss man halt dazu sagen, wir haben einfach zusammen Namen gesucht. Wir haben dann festgestellt, okay, ich bin der Frontmann, ich singe. Es wäre irgendwie ganz passend, einfach den Namen zu nehmen, weil es eben jetzt nicht so klingt wie Max Giesinger oder Herbert Grönemeyer, wo es nur um eine Person gibt. Es klingt irgendwie trotzdem nach einem Gruppenprojekt, was es ja auch ist. Und trotzdem ist es in unseren Ohren irgendwie ein schöner, einzigartiger Name, auch wenn es im Slowenischen eigentlich nur Matthias heißt. Aber muss ja keiner wissen. Ja gut, also ich finde Matthias auch besser als Matthias. Schon besser gewählt, glaube ich. Gab es jetzt, also 10 Jahre ist ja eine lange Zeit, gab es in eurer Bandgeschichte irgendwas, was euch krass beeinflusst hat, wenn ihr da so 1-2 Sachen raus pinpointen müsstet? Oh, ich muss überlegen. Das ist okay, wir schneiden das. 2 hours later.
Allein schon die ganzen Labels, bei denen wir gewesen sind, jetzt das, wo wir die letzten zwei Alben rausgebracht haben. Früher waren wir sehr, sehr rockig unterwegs und dann eben durch das Label ist es aber passiert, dass wir halt mehr Synthesizer-Sounds reinbekommen haben, viel mehr so elektronische Sounds und so, und da auch diese Entscheidung dann immer mehr gefallen ist, auch ruhiger zu werden und weniger laut, und das war ein sehr, sehr starker Einfluss zum Beispiel, so das Label auf jeden Fall und da auch der Produzent entsprechend dazu. Habt ihr so einen Song, wo ihr sagen würdet, okay, dachte ich nicht, dass das irgendwas wird? Und ist im Endeffekt doch was geworden? White Sox. Ja? Ja. Okay, das ist ja doch das, ich glaube, ihr habt auch Merch mit White Sox, oder? Also es ist schon ein bisschen Aushängeschild geworden, aber da dachtet ihr, es wird nichts? Ja, also ich dachte, ich habe den Song mal so irgendwann mal so auf GarageBand so richtig schlecht irgendwie so ein bisschen vorbereitet, und dann dachte ich mir so, okay, das wird, glaube ich, niemandem gefallen, und dann hatte ich aber Glück, weil dann hat es den anderen doch noch gefallen und die haben dann auch so noch richtig geilen Input reingehauen, und dann wurde es ja ein ganz guter Song für uns. Okay, ja, voll gut. Wenn ihr jetzt an euren Anfang zurückdenkt, vielleicht abschließend, was würdet ihr angehenden Künstlern und Künstlerinnen raten? Super viel live spielen, das ist so das eigentlich das A und O. Das ist jetzt ein heikles Thema, aber ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, weil wir diese Erfahrung gemacht haben. Es ist sehr wichtig, sich selbst etwas zu erarbeiten, und die meisten Leute, die etwas versprechen, die können nichts bieten in der Branche. Lieber sich irgendwo selbst irgendwo hinbringen mit eigener Kraft und Anstrengung und die Erfahrungen gemacht haben, um halt auch bewerten zu können, wie die Partner dann tatsächlich arbeiten. Ich glaube, wir haben das so oft gehört von unseren Bekannten und Freunden, und wir haben das auch oft erlebt, dass es wird einem der Himmel versprochen, oft, häufig, oder nicht der Himmel, aber halt sehr viel. Und es tut auch gut, selbst zu wissen, wie das Ganze funktioniert, bevor man dann wirklich darüber urteilen kann, ob der potenzielle Partner irgendwie der Richtige ist. Alles klar, dann würde ich sagen, wir verlassen euch und lassen euch auf die Show vorbereiten, die gleich stattfindet, und wünschen euch ganz viel Spaß auf der Bühne und hoffen, dass ihr eure Tour zu Ende führen könnt, über den Winter drüber, und dass die nächste nicht so lange auf sich warten lässt. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank, danke euch. Danke.